Servus und herzlich willkommen zu Frank am Freitag. Heute haben wir wieder ein bisschen was auszupacken. Fangen wir mal gleich an, dann verlieren wir keine Zeit. Dieses Paket ist von einem Kunden. Schauen wir mal, was drin ist. Ritzel, Lenkung X-Max. Schläuche für Kabel, Drive Cups, Lager, Ritzel, Bulkhead Cover. Diff. Schon fertig montiert mit Vitagon Case, Hinterachse. Dasselbe für vorne und Mitte. Warum kriege ich den ganzen Kram? Weil in der Lieferung, die jetzt demnächst kommt, ist ein Chassis drin und den ganzen Kram bauen wir da ein. Das wird ein Spaß. So. Etwas fehlt aber noch für den Umbau. Und das sollte hier drin sein. Lipo. Balancer. Kabel. Lipo. Was ist das? 80 Kilo Servo, 65 Kilo Servo, Lipo, Lipo, Ladegerät, Max 4 Regler. Max 4 Regler. 560 kV Motor. Und noch einer. Wow. So. Nice. Dann schauen wir mal rein, oder? Puh. Ist das ein Monster? Ist ja unfassbar. Ich habe ja schon viele Videos und Fotos gesehen, aber so, Junge, Junge. Ist das ein Monster? Max 5. Ist ja unfassbar. Okay. Cool. Motor. Oh Gott. Max 4 Motor. 800 kV. Max 5 Motor. Das ist schon. Das ist krass. Er hier bekommt ein Lüfter-Set. Und wenn ihr mögt, machen wir das zusammen. Ich stelle meine Kamera weiter runter. Alles vergossen. Gut aus.
baue ich dann Lüfter drauf und mache blaue Schläuche, löte Stecker an. Das zeige ich euch. Motorhalter. So. Der neue, dickere Motorhalter. Schauen wir uns mal an, ob da auch der Motor reinpasst. Und hinten der Motorsupport mit dem einstellbaren Schlitten, auch von nach hinten und vorne. So, und wenn das Ding hier drin sitzt, der hinten gehalten wird. Das ist schon eine Nummer. Aber da freue ich mich auf den Einbau. Immer wieder was Neues ausprobieren. Das ist auf jeden Fall Porno. Jetzt muss ich nur warten, bis das blaue Chassis da ist. Und dann bauen wir das Ding zusammen ein. Schwer. Ach Gott, ist der schwer. Gut. Regler fertig. Angelötet. Sleeves. GRC-Lüfter. So muss ein Maxi aussehen. Richtig cool. Lief auch schon, seht ihr hier. Und jetzt geht es weiter mit Motor, Kabel in Blau und blaue GRC-Lüfter auf den Biedermann-Motorhalter. Schon fettes Zeug, muss man jetzt sagen. So sieht das Ding nun fertig aus. Max 4 Combo, GRC-Lüfter, Vitavon Abdeckung. Hier steht natürlich auch Global IC drauf. So, dann sind wir damit durch. Und ich habe noch einen Gast. Anton, wo bist denn du? Hier bin ich. Erzähl mal, wo waren wir heute? Bei Oma. Und danach? Bei Metz. Bei Metz. Und wenn man zum Metz geht, gibt man immer einen Haufen Geld aus. Und zwar sehr gute Funke. Ist richtig gut. Dann haben wir Reifen, Felgen, eine Hobbywing, Easy Run, Max, wie viel? 10? 10 oder 11? 10 mit 4600 kV. Zeige ich euch gleich, wo die reinkommt. Dann haben wir ein Hobbywing Bluetooth Dingsbums. Dann haben wir ein Reglerhalter, ein paar Stecker und ihr habt es schon gesehen, TRX4 Sport Kit. Wollte ich schon immer mal haben. Habe ich nie gehabt. Und jetzt haben wir es. Ja. Gut? Ja. Willst du mal reingucken? Ja. Dann stelle ich dir den hier hin. Du kannst dich hier hinsetzen. Und dann kannst du mal alles auspacken, wenn du willst. Okay? Ja.
Tada! Aufkleber? Aufkleber? Oh, warte. Jetzt. Aufkleber. Oh, reif. Nice. Guck mal, das sind alles die Teile. Stoßstangen. Schau mal. Schau mal hier, was ich habe. Stoßstangen, Feuerlöscher. Oh, guck mal, dieselben wie beim Julia. Stimmt ja. Und Benzinkanister. Und Seilwinde. Seilwinde. Und ein Dachgepäckträger. Ja. Cool, ne? Und das alles sogar, der auch hat, das hatte meiner. Ein Kebab. Kebab, ich hatte gedacht, der ist so wie ein Bild. Ja, wenn man das da alles draufbaut, das kommt hier oben alles drauf. Ah, dann ist das so. Welche? Oh, guck mal, Federung. Oh, sogar Öl dabei. Guck mal, die müssen wir auch alle noch zusammenbauen, die Stoßdämpfer. Warum? Da müssen wir ihn so bauen, wie das in deinem Bild dann ist. Haben wir die Difflocker. Der hat nämlich gar keine Diffs. Das Batteriehalter. Und Achsen. Und, wow, cool. Der Rahmen. Guck mal, wir packen alles wieder ein. Okay. Weil wir zeigen jetzt noch den Motor, okay? Ja. Der Buddy war irgendwo ganz unten. Das macht nichts. Den können wir hier hin. Bei dem Buddy nehmen wir immer das Holz draußen. So. Dann die Kombo. Die hatte ich schon mal in einem Vortec, aber mit einem anderen Motor. So, jetzt gucken wir uns mal den schnelleren Motor an. Der ist viel schneller. G2 der kleine Regler, aber 4S 5er Welle brauchen wir noch. So, der ist ja fast so groß. Lass mal dran. Süß. Fast so groß wie das da. Ja. Cool, ne? So. Die Vitamin-Lieferung ist unterwegs. Willst du nochmal da reingucken? Ja. Soll ich sie wieder hier hinstellen? Ja. Aber, Anton? Was denn? Hey, da ist ja sogar ein Ritzel dabei. Hä? Cool. Ich muss den Leuten noch erzählen, welche Teile es neu gibt diese Woche. Okay? Ja. Und du kannst ja auspacken. Okay? Was auspacken? Ja, das. So, wir haben ein komplettes Umbauset für den Kraton 8S. Chassis, Chassis-Braces, Ritzel, Akkuhalter, Mittelstrebe. Die Reifen will ich nur angucken. Und Motorhalter. Das ist meine Hausnummer. So, dann haben wir Motorhalter für den UDA. Da haben mich schon die Leute gefragt, ob der 1650 KV-Motor von Hobbywing da reinpasst. Das teste ich für euch, zeige ich euch nächste Woche. Dann haben wir neue Felgen für den Mojave. 17er Aufnahme, also passt auch auf Max und alle 1:8er mit 17er Aufnahme halt. Passen auch auf Fireteam und so weiter. Dann haben wir die Felgen für den Infraction.
mit für. Wo sind sie? Ah, die sind da schon drauf, die Reifen. Dann haben wir noch ein Linkset für den LMT Mega Matt Truck. Und wir haben Antriebswellen, mittlere Antriebswellen, also die vom Diff, Mitteldiff zu den vorderen Diffs geht, für den DBXL. Und ich habe bestimmt was vergessen, aber lassen wir es mal dabei. Der Rest kommt dann nächste Woche. So, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen tschüss. Ciao, ciao.